Ja, sozusagen, ich finde es auch ein bisschen nicht, dass Sie sich missverstehen. Ich finde es völlig okay zu sagen, ich finde die Aktion von der letzten Generation nicht gut. Ich würde auch nicht mit Tomatensuppe in ein Museum gehen. Es gibt ja vielfältige Formen, sich einzubringen. Was ich verurteile, ist, dass man politisch kalkuliert ein gesellschaftliches Klima aufheizt mit völlig unangemessenen Vergleichen und dass man... Nein, Frau Neubauer, der Vergleich ist exakt korrekt. Hören Sie auf, ständig zu relativieren und diesen Quatsch auch noch zu verteidigen. Vielleicht noch mal die Schulbank drücken und was Anständiges aus seinem Leben machen. Dann muss man nicht von dem Geld der Eltern leben, die bei Gelegenheit sehr vermögend sind. Die Frau hat in ihrem Leben noch nie wirklich arbeiten müssen. Sie kennt wirkliches Leid, Armut und all diese Themen. Ja, dass das Geld schneller zu Ende ist als der Monat. Das kennt diese Frau gar nicht. Insofern ist es immer leicht, natürlich sich dann dahinzusetzen und anderen Menschen, die für ihr Geld arbeiten, Vorschriften zu machen, wie sie zu leben haben.